You don't scare me! So, wir haben gewonnen. Wir haben Bullseye besiegt. Yeah. Bullseye gegen Bullseye. Ihr erfahrt in diesem Video, wie ich Bullseye besiegt habe. Und ich will damit ein bisschen Spaß vermitteln in diesem Video. Und ich will euch zeigen, dass man als kleiner Spieler niemals zum Wal angreifen sollte. Here we go! Warum, das erfahrt ihr in diesem Video. Lasst uns mal gleich hier reinspringen. Und zwar sehen wir hier, dass ich Bullseye beim Ressourcensammeln erwischt habe. Ich habe ihn angegriffen und wir können uns das ja mal anschauen. Ich habe hier nämlich noch Tier 8 gehabt. Und T8 gegen T10, das wird sowieso nicht. Wie gesagt, wenn ihr einen Wal habt und ihr habt T8, ihr seid in der Season 3 oder so, greift niemals Wale an oder Leute mit T10. Ja, die Verluste sind enorm. Das könnt ihr auch hier aus meinem Bericht entnehmen. Natürlich hat ein T10 Spieler richtig gute Prozentpunkte, weil meistens haben die auch legendäre Ausrüstung, die haben die Helden dazu. Und er hat mir dann noch geschrieben, hast du überhaupt angegriffen? Und ich so, ja, ich habe zweimal angegriffen. Aber das war so ein bisschen ironisch, ne? Ich greife ihn zweimal an und er fragt, ist was passiert? Ne? Ja, natürlich. Das sind die Verletzten, die ich ihm zufügen konnte. Mit T8, das ist natürlich gar nichts. Und das ist der Bullseye. Der Bullseye hat natürlich schon über 400 Millionen Power. Ja, Season 3 Spieler, richtig gut und auch richtig freundlich. Ich habe es nochmal versucht. Ich bin nochmal in den See rein und er wollte mich jetzt mal angreifen. Mit seiner Gemüsekarre und da kam mir was ein bisschen koscher vor. Ja? Wir können uns ja mal gleich den Bericht angucken. So, er hat natürlich seine Top-Formation reingepackt. Er hat 9 Verwundete. Ja, und ich natürlich über 6000. Das ist schon richtig viel und richtig fett. Das hat natürlich ein bisschen Aua gemacht und wir sehen ja auch seinen Hund. Ne? Der ist voll ausgepowert, seine Gemüsekarre, Ezekiel, Jesus und Michonne. Und als T8-Spieler hast du da wirklich keine Chance. Ich weiß, gegen T9 kann man noch gewinnen mit T8, ja, unter Umständen. Weil kommt natürlich darauf an, auf die Technologie, der Hund, Fahrzeug, Dekoration, Rathaus-Skins, alles Technologie spielt alles da mit einer Rolle. Und wenn der Gegner T9 hat und das nicht so weiterentwickelt hat, aber du natürlich als T8-Spieler, hast du da natürlich auch eine Chance. Ne? Aber T8 gegen T10, das könnt ihr knicken. Okay, ihr seht hier im Hintergrund, er hat natürlich T10 Kavallerie eingesetzt. Kratzt schon fast an die 1000%. Und ja, das tat richtig weh. Ne? Ich muss erstmal hier meine Truppen heilen. So, ein Tag, drei Tage. Ja, was kostet die Welt? Ne? Ein bisschen Wasser und Tomaten. Und da sind die Truppen geheilt. Nochmal ein bisschen Temposchub drauf machen. Die Stunden gehen natürlich flöten. So, okay. Ja, wie gesagt, greift nie einen Wal an. Ja, ja, wie gesagt, hier nochmal ein Kampfbericht. Diesmal hat er 23 Verwundete. Hier hat er 2 Verwundete mit seinem SWAT-Fahrzeug. Den Governor hat er auch schon auf 100. Okay, das Pamela auf 100 und Negan auf 100. Das ist auch eine richtig gute Chemietruppe für Scharfschützen. Ja. Genau, ne? Er schreibt ja natürlich, bist du okay? Ja, es ist alles okay, ja, Bullseye, alles gut. Okay, hier versuche ich jetzt mit meinen T9-Truppen ihn anzugreifen. T8, das war ein paar Wochen vorher, jetzt habe ich T9. Jetzt wollte ich mal gucken, ob ein T9-Spieler gegen T10-Spieler irgendetwas ausrichten könnte. Ja, sei es ein Wal oder auch ein normaler T10-Spieler. Okay, wir gucken uns dabei auch gleich hier den Kampfbericht an. Natürlich ist das eine Niederlage. So, komm, ab nach Hause. So, ja, natürlich, ne? 49 Verwundete und 2 Verluste hat Bullseye. ja, krass, ne? T9, natürlich habe ich die goldene Ausrüstung nicht bei allen besetzt. Das heißt, da gehen mir schon einige Prozentpunkte flöten. Aber wie gesagt, ich investiere auch nicht so viel Geld. Das heißt, ja. Und er entschuldigt sich noch, er hat seine Formation losgeschickt und sie sind zurückgekommen, während ich angegriffen habe. Ja, dann war ich natürlich ein bisschen sauer, ja, dass ich so viele Verluste hatte. Aber ist egal. Ja, das ist alles nur ein Joke hier, weil ich, wie gesagt, euch nur zeigen wollte. Ja, jetzt greift er mich an. Ihr seht, er hat nicht seine Gemüsekarre und nicht sein SWAT-Fahrzeug. Ne? Er hat hier das Wohnmobil. Und mal schauen, ob ich hier gewinnen kann. Natürlich nicht. Ich brenne sogar schon, ja. Der Arztkoffer an der Seite, der ist auch schon wieder da. Wir können mal gucken. So, Niederlage.
Jetzt hat er schon mal 272 Verluste. Ja? Jetzt war natürlich alles gewonnen, aber die Verluste steigen. Ist klar, weil das ist, glaube ich, seine dritte Formation. Ja? Und wie gesagt, ich glaube, selbst die vierte Formation würde das nicht schaffen. Also deine T9 F1 würde keine T10 F4 schlagen können. Ja, das ist okay. Er schreibt jetzt: Okay, Soldai, jetzt entferne ich alles. Ja, keine Ausrüstung, kein Hund, kein Fahrzeug, nix, niente. Ne? Ihr seht, er greift mich jetzt an und dann können wir mal drauf schauen, ob es diesmal was wird. Niederlage, hä? Selbst da hat er gewonnen. Ach, komm, wir gucken uns das mal an. Also, er hat kein Fahrzeug drin, er hat keinen Hund drin. Und gewinnt trotzdem. 509 Verwundete hat er. Ja, genau. Na gut, er hat noch die Rekrutenausrüstung. Die pushen ihn auch noch ein bisschen. Also, wie gesagt, selbst wenn ein T10-Spieler 10.000 Mal angegriffen wurde, er hat nur noch ein paar Truppen drin. Oder er hat in der F4 keine Ausrüstung, weil er sich die nicht leisten kann oder was weiß ich was. Das wird nichts. Ja? Ich habe ihm noch geschrieben, Dekoration und Townhall-Skins zählen auch noch. Okay, er hat nochmal angegriffen, diesmal mit ein paar weniger Truppen. Und mal gucken, ob wir es jetzt mal schaffen. So, die juckeln da immer noch im Rathaus hier rum. So, wir haben gewonnen. Wir haben Bullseye besiegt. Yeah. Okay, alles klar, kein Fahrzeug, er hat gar nichts gehabt. Ja, keine Ausrüstung, nichts. Und er musste sogar seine Truppen reduzieren. Ne, 1500, Yumiko auch 1500 und Conny hatte hier 179 nur. Ja, also Freunde, wie gesagt, was ich euch vermitteln möchte ist, ihr könnt stolz sein, wenn ihr Tier 8 habt, ne, in der S1 oder S2, ihr könnt stolz sein, wenn ihr Tier 9 habt, aber versucht nie gegen einen T10 Spieler anzugehen oder anzugreifen. Die Verluste eurerseits, die sind echt enorm. Ne? Die T10 Spieler oder die Wale, die kriegen nun Kratzer ab. Deswegen bei Außenposten kriegen oder was weiß ich wo, zieht sofort zurück. Ja, okay, gut. Wenn ihr irgendwie Fragen haben solltet zu der Kampfmechanik oder was auch immer, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten, ich habe Bullseye besiegt, ja, ironisch gemeint, aber ja, hat Spaß gemacht und ich wünsche euch noch viel Spaß beim Spielen. Bis dann, euer Soldai.